Jetzt ist mittlerweile Tag 116 dieses Krieges und sowohl der britische Premierminister Boris Johnson als auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg haben jetzt davor gewarnt, dass dieser Krieg sich noch lange, vielleicht sogar Jahre ziehen könnte. Wie ist das überhaupt machbar, wenn man auch jetzt hört, die Ukraine hat 50% ihres Geräts bereits verloren? Wie lange können Sie das noch aushalten? Ich bin mit Zahlen im Laufe der Zeit, Sie sagten es selber, der Krieg dauert jetzt schon über 4 Monate, vorsichtig geworden. Ich habe noch vor wenigen Tagen gesagt, der Donbass dürfte wahrscheinlich in Tagen, bestenfalls in Wochen, in russischer Hand sein. Ich habe mich geirrt. Und insofern muss man in der Tat vorsichtig sein. Und wenn jetzt sogar von Jahren die Rede ist, dann wäre ich noch vorsichtiger. Allerdings muss man feststellen, dass offensichtlich auf beiden Seiten die Ressourcen deutlich weniger werden. Ich mache auch ein Fragezeichen an die 50% Verluste bei den ukrainischen Streitkräften. Ich könnte mir vorstellen, dass dies ein klarer Fingerzeig sein soll. Leute, bringt uns endlich die westlichen Waffen, die wir so dringend benötigen, weil sonst in der Tat die Waffen eintreffen, wenn der Krieg für uns zu Ende ist.